Schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei unserem Innovation to Go Webinar, heute mit dem Thema Werkstoffe im Automobilbau. Nun, im Automobilbau werden kontinuierlich neue Werkstoffe benötigt und was aber wichtig dabei ist, ist halt ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, es geht um Werkstoffeigenschaften, es geht um Fertigungsmethoden, es geht um Computer-Aided Engineering und letztendlich vielleicht sogar auch um die Simulation, wie man neue Werkstoffe und die damit verbundenen Produktionsmethoden in bestehende Produktionsketten einbringen kann. Heute habe ich zu Gast Herrn Dr. Jürgen Wesemann. Er hat Physik studiert, zunächst in Marburg, später in Bonn, 1996 promoviert an der TU Clausthal als Ingenieur. Dann 92 bis 97 hat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Eisenforschung gearbeitet. Und seit 97, das heißt schon seit 23 Jahren, ist er für Ford tätig, derzeit als Manager Vehicle Systems Engineering and Technologies, also wenn er keinen Ausblick geben kann, dann ich wüsste niemanden besseren. Damit würde ich gerne das Wort an Herrn Wesemann übergeben. Bitte. Vielen Dank, Herr Köster, für die freundliche Einführung. So, nach share meinen Bildschirm und gehe auf Presentation Mode und ich hoffe, Sie können die Präsentation jetzt sehen. Perfekt. Im Presentation Mode. Ja. Gut. Dann herzlichen Dank nochmal und guten Abend, meine Damen und Herren. Sind 50 Folien, die sind zum Glück nicht so alle ganz prall beschrieben. Von daher, die halbe Stunde werde ich vermutlich nicht einhalten, aber es wird auch keine Stundenveranstaltung werden und wir werden auf jeden Fall noch Zeit dann auch für eine Diskussion haben. Werkstoffe im Automobilbau. Ich bin froh, dass ich das heute hier mal das Thema in diesem Kreis präsentieren darf und zu diesem Webinar eingeladen wurde. Als Webinar ist das für mich übrigens trotz der langen Zugehörigkeit bei Ford eine Premiere. Zunächst ein Überblick, wie setzt sich überhaupt ein Fahrzeug zusammen? Welche Werkstoffe werden verwendet? Und da ein Vergleich mit dem Model T, mit einem aktuellen Fahrzeug, dem Ford Fiesta, der 2017 auf den Markt kam. Und man hatte auf den ersten Blick den Eindruck, es hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Damals hatte man 62% Stahl, 14% Eisenguss, Stahl und Eisenmetalle, wo der Eisenguss dabei ist, ist jetzt 62%. Das heißt, es ist moderat runtergegangen dafür, dass doch etliche Jahre zwischen diesen beiden Modellen liegen. Der Hauptunterschied scheint zu sein, wir haben statt Holz mittlerweile Kunststoff. Aus 19% Holz sind 19% Kunststoffe geworden. Zunächst möchte ich mich ein bisschen den Stählen widmen, die ja einen ganz wesentlichen Anteil an diesem Werkstoffmix haben. Vordergründig hat sich nicht so viel getan. Geht man mehr ins Detail, sieht man, es hat sich drastisch etwas geändert. Wir haben mittlerweile einfach Stähle einer ganz anderen Festigkeitsklasse. Und um das zu belegen, muss man gar nicht zurückschauen zum Model T. Da reicht es aus, den aktuellen Fiesta zu vergleichen mit der ersten Generation des Fiestas 1980, wo die Zugfestigkeit der verwendeten Stähle in dem Bereich 200 bis 300 Megapascal lag, während wir jetzt Stähle einsetzen mit bis zu rund 1500 Megapascal. Werkstoffe sind natürlich immer mit Leichtbau verbunden. Es gibt Möglichkeiten außerhalb der Werkstoffsubstitution und Verwendung neuer Werkstoffe Leichtbau zu betreiben. Aber wie der Vortrag sagt, ist der Werkstoff im Zentrum von diesem Vortrag. Werkstoffleichtbau ist im Wesentlichen Leichtbau, entweder mit Werkstoffen niedriger Dichte oder, wenn ich Werkstoffe entwickeln, ist das Ziel, die Festigkeit zu erhöhen und auch einen hohen E-Modul zu haben. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Karosserie erstmal angucke, die ein wesentlicher Teil auch der Wertschöpfung beim Automobilhersteller ist. Das heißt, da ist es so, wenn wir die Werkstoffe einkaufen, wir haben die komplette Fertigung in Haus, wir haben das komplette Design in Haus, während bei anderen Komponenten des Fahrzeugs wir zum Teil ja verstärkt auch Teile zukaufen und den Fertigungsprozess nicht in Haus haben. Deswegen zunächst der Fokus auf Großserienkarosserien. Da hat man
verschiedene Optionen. Die eine ist Hochfeststähle, eine weitere ist Aluminium und was dazwischen liegt, sind die Mixed Materials. Kohlefaser taucht hier nicht auf. Ich werde aber auch später die Kohlefaser kommentieren, denn hier geht es um Werkstoffe für Großserienkarosserien. Und da hat die Kohlefaser eigentlich bis jetzt noch nicht signifikant Einzug erhalten. Werkstoffe und Leichtbau. Dazu eine Folie von dem Kollegen Mark White von Jaguar Land Rover, der einen starken Fokus auf Aluminiumbauweisen hatte. Er hat dieses Slide vor mittlerweile schon über 7 Jahren gezeigt, wo er gegenübergestellt hat für die Karosserie, was ist von verschiedenen Werkstoffen eigentlich das Potenzial, Gewicht einzusparen. Und hier möchte ich jetzt auch mich fokussieren auf Stahl im Vergleich zu Aluminiumbauweisen. Als die ersten Aluminiumkarosserien in größerer Stückzahl auf den Markt kamen, hieß es immer, mit Aluminium kann man 40% Gewicht sparen. Das ist auch korrekt. Es ist aber mittlerweile einige Jahrzehnte her. Und die Stähle, mit denen man damals konkurriert hat, hatten nicht annähernd die Performance, die Festigkeit oder die Kombination von Festigkeit und Duktilität wie die Stähle, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Bereits im Jahr 2003 sagte Mark White, dass eine Karosserie, Optimize-Ziel nannte er es, mit zu dem Zeitpunkt modernen Hochfeststählen, ungefähr 320 Kilogramm wiegt im Vergleich zu einer 400 Kilogramm Karosserie aus früheren Stählen, während Aluminium dann bei 240 Kilo liegt. Vergleicht man nun Optimized Steels mit Aluminium, sieht man, das Weight Saving, die Gewichtsersparnis, die man durch Aluminium erreicht, ist in der Größenordnung von 25% im Vergleich zu modernen Stahlkarosserien. Da kann man sich jetzt streiten, sind es eher 20, sind es reichlich 25. Aber dieses Gap, was es ursprünglich gab zwischen Stahl und Aluminium, ist doch durch die rapide Entwicklung, die es im Stahlsektor gab, kleiner und kleiner geworden. Es wird nicht verschwinden und es ist nach wie vor auch signifikant. Und deswegen sind sowohl Stahl als auch Aluminium beide für die Karosserie sehr wichtige Werkstoffe. In diesem Slide die bekannte Stahlbanane zum Überblick. Wir haben bei niedrigen Festigkeiten mit sehr hoher Duktilität die Mild Steels, weiche Tiefziehstähle. Weit verbreitet sind die ASLA, das heißt die mikrolegierten Stähle. Noch höhere Festigkeit bei immer noch recht guter Duktilität haben die Dualphasenstähle und martensittische Stähle, gerade die Presshardensteels, die warm umgeformt werden, haben eine hohe Festigkeit. 1500 ist der Standard eigentlich. In manchen Fällen werden auch Stähle mit einer Zugfestigkeit größer 1500 Megapascal seit einigen Jahren verwendet. Wie sich der Stahlmix verändert hat von einer modernen Großserienkarosserie, zeigt dieses Bild. Ich habe als Beispiel den Focus genommen, beziehungsweise die Focus-Plattform. Sie sehen Focus 1, danach kommt nicht Focus 2, sondern der C-Max. Weil der C-Max steht auf der gleichen Plattform und kam ein Jahr früher als der Focus 2 auf den Markt, Focus 3 und Focus 4. Der Focus 1 bestand im Wesentlichen noch aus Mild Steels, weichen Tiefziehstählen und dann den HSLAs, das heißt den mikrolegierten Güten, Bake Hardening Stählen. Man sieht dann eine moderate Änderung zum Focus 2 bzw. C-Max. Deutlichere Änderungen dann beim Focus 3. Man hat in dem Fall dann schon in signifikantem Umfang Dualphasenstähle und zusätzlich das erste Mal in der Karosseriestruktur bei uns waren es dann auch warm umgeformte Stähle. Und diese warm umgeformten Stähle, die haben ein immenses Wachstum hingelegt, wie man auch an dem Focus 4 sieht, wo die Karosseriestruktur mittlerweile zu über 30% aus warm umformten Güten hergestellt wird. Und diese haben dann auch den Anteil der modernen Dualphasenstähle, Mehrphasenstähle etwas zurückgedrängt, beziehungsweise eigentlich sogar recht deutlich zurückgedrängt. Diese Grafik zeigt nochmal das ja, zunächst exponentielle Wachstum der Verwendung von
warm umgeformten Stellen. Dieses Wachstum wird sich in dem Umfang nicht fortsetzen. Es gibt auch Automobilhersteller, die sogar über 30% warm umformte Stelle nehmen. Es ist so, dass das pendelt zwischen ja, größenordnungsmäßig auf dem europäischen Markt. Ich schätze mal, um die 15% ist ein eher moderater Wert, bis hin im Extremfall über 30%. Aufgrund der doch herausgehobenen Bedeutung in aktuellen Karosserien von den Warmumformstellen möchte ich ein wenig auf die verschiedenen Technologien eingehen, die eingesetzt werden, weil es ist nicht einfach, man nimmt einen Stahl und formt ihn um, sondern es hat da auch innerhalb dieser Stahlklasse plus des Fertigungsverfahrens Warmumformung einige bedeutende Entwicklungsschritte gegeben. Der erste Schritt war, dass ein Blech konstanter Dicke mit relativ konstanten Eigenschaften eingesetzt wurde. Das heißt, dieses wurde warm umgeformt, ersetzte zu dem Zeitpunkt bei uns Dualphasenstähle, in diesem Fall in der B-Säule. Und die Gewichtsersparnis im Vergleich zu der Dualphasenstahl-B-Säule lag in der Größenordnung 28%, was bei diesem Fahrzeug bedeutet, es sind rund 5,2 Kilogramm. Im nächsten Schritt wurde die Warmformtechnologie mit einer anderen, eigentlich schon etablierten Technologie kombiniert mit dem Tailor Rolling. Das heißt, während des Walzprozesses des Bleches wird der Walzspalt variiert und damit kann man ein Dickenprofil einstellen, sodass die Möglichkeit besteht, genau passend zu den lokalen Lastanforderungen auch die Blechdicke zu haben, sodass man eine optimierte Funktion hat, aber damit natürlich auch Leichtbau betreibt. In diesem Fall ist die Variation der Dicke über die B-Säule von 1,35 mm bis 2,7 mm. Wir hatten da dann auch Studien in der Entwicklung und haben geguckt, was bringt uns das nochmal zusätzlich und konnten über die Kombination dann mit dem Tailor Rolling weitere 1,4 Kilogramm pro Fahrzeug einsparen. Ein weiterer Schritt, den wir dann im Ford Kuga umgesetzt haben, ist das partielle Härten von Warmumformteilen. Das heißt, auch einem warmumgeformten Bauteil ein Spektrum von unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften zu geben. Das heißt, durch einen Abkühlprozess, der unterschiedlich schnell in verschiedenen Bereichen des Bauteils läuft, erreicht man, dass man zum Teil ein vollmatensitisches Bauteil hat mit extrem hoher Festigkeit, während man in Bereichen, in denen man eine stärkere Verformung im Crash haben will, hier der hintere Bereich, der auch als High Ductility bezeichnet wird, eher eine höhere Duktilität braucht und dafür in Kauf nimmt, dass dann die Festigkeit geringer ist. Das heißt, wir haben eine sehr schnelle Abkühlung im Prozess in dem vorderen Bereich, wo wir dann maximale Festigkeit bekommen und in dem Prozess eingestellt eine langsamere Abkühlung, sodass man eine niedrigere Festigkeit im Werkstoff hat mit höherer Duktilität. Ein solches Festigkeitsprofil in einem warm umgeformten Bauteil kann auch anders dargestellt werden. Die Möglichkeit unterschiedlicher Abkühlung ist eine Option. Eine andere Option ist, dass man die Platine vor der Umformung unterschiedlich aufwärmt. Das heißt, dass nicht alle Bereiche der Platine so aufgewärmt werden, dass der Stahl vor der Umformung vollständig austenisiert ist. Nun möchte ich auf eine weitere Technologie zurückkommen, das Foamblower Hardening. Das ist eine Technologie, die kombiniert die Vorteile von der Warmumformung von ultrahochfesten Stellen, dass ich eine extrem hohe Festigkeit habe. Ich kann sehr komplexe Geometrien trotzdem realisieren und ich habe kleine Toleranzen im Bauteil. Das heißt, ich habe kein großes Rückfederungsproblem. Eine andere Technologie ist das Hydroforming von geschlossenen Profilen. Ich kann hochfeste, geschlossene Profile umformen. Es ist ein Kaltformprozess. Ich erspare mir das Erwärmen und das Abkühlen. Aber ich bin limitiert von der Festigkeit. Und je höher die Festigkeit, umso mehr bin ich limitiert, auch von der Geometrie. Das Foamblower Hardening ist nun ein Verfahren, das kombiniert das Beste aus beiden Welten. Ich kann geschlossene Profile mit extrem hoher Festigkeit herstellen,
Die Toleranzen sind gering und es sind sehr komplexe Geometrien möglich. Wie sieht in diesem Fall der Prozess aus? Dieser Prozess sieht so aus, dass ich zunächst mit einem Rohr, mit einem Profil starte. Das wird erhitzt auf über 900 Grad, dann ins Werkzeug gelegt. Dann wird ein Innenhochdruckumformprozess gestartet. Nicht wie das klassische Innenhochdruckumform mit einem flüssigen Wirkmedium, sondern mit Luft. Zur raschen Abkühlung wird das Rohr dann zum Abschluss mit Wasser gespült. Und wie gesagt, man erhält dann ein ultrahochfestes und wie Sie auch auf der rechten Seite sehen, Bauteil, was eine hohe Komplexität aufweisen kann. Erwähnen möchte ich auch, dass wir da sehr dankbar sind, dass diese Technologie, die bei dem Zulieferer Linde und Wiemann von uns entwickelt wurde und von uns begleitet wurde, dass die vom Bundesministerium für Forschung unterstützt wurde. Das heißt, die wesentlichen Entwicklungsschritte konnten wir im Rahmen von einem öffentlich geförderten Projekt machen. Und wir glauben auch, dass wir da ganz im Sinne unseres Fördermittelgebers gehandelt haben. Es ist gelungen, eine Technologie zu entwickeln, die wirklich erstmalig dann auf den Markt kam und auch dazu geführt hat, dass in Deutschland eine Produktion aufgebaut wurde. Wir haben dann ursprünglich das Ziel gehabt, diese Technologie umzusetzen im Ford Focus als erstes. Das ist dann auch geschehen für die A-Säule, haben dann aber das Ganze sogar noch früher umsetzen können in den USA mit der in Deutschland entwickelten Technologie für den F-Truck. Der F-Truck hat einen Stahlrahmen und da gibt es ein sogenanntes Sorbtube. Es gibt einen neuen oder zu diesem Zeitpunkt relativ neuen Crashlastfall, wo man keine volle Überdeckung hat und brauchte da einen Verstärkungsteil im Rahmen. Und das hatte eine hohe Komplexität und das konnte nur mit diesem Verfahren hergestellt werden. Das heißt, da der F-Truck auch extrem hohe Stückzahlen hat, diese Technologie ist von Anfang an direkt in größter Stückzahl eingesetzt worden. Das heißt, man hatte kein Szenario, wo man erst mit kleinen Stückzahlen in Anführungszeichen geübt hat und es dann später ausgerollt hat. Nun ist das auch eine gute Gelegenheit, die Brücke zu schlagen zu dem anderen in der Karosserie sehr bedeutenden Werkstoff, dem Aluminium. Hot Die Forming ist eine Technologie, die ein kleiner, sehr innovativer Zulieferer in NRW entwickelt. Und da muss ich auch wieder den Dank an, in diesem Fall nicht an den Bund, aber an das Land NRW richten, aber auch an NMWP. Das Projekt wurde nämlich massiv, dass wir das aus der Taufe gehoben haben, als ein Förderprojekt von NMWP und auch von Herrn Dr. Krämer persönlich unterstützt. Diese Technologie hat einige Analogien zu dem Formblow Hardening. Der Werkstoff ist in diesem Fall Aluminium, aber die Technologie ist keine Aluminiumtechnologie. Sie könnte auch für einen Stahl eingesetzt werden. Die Analogie ist, ich habe einen geschlossenen Querschnitt, ich mache eine Innenhochdruckumformung. Es ist auch das Werkstoff temperiert, wobei bei Aluminium natürlich die Temperaturen niedriger sind. Aber eine Variante ist, eine Änderung ist, dass ich ein aktives Nachschieben habe. Ich habe auch nicht die Wasserkühlung, aber ich habe ein aktives Nachschieben, was ermöglicht, das Umformvermögen noch weiter zu steigern, die Möglichkeit noch zu erhöhen, komplexe Bauteile herzustellen. Und das Nachschieben ermöglicht auch in einem gewissen Umfang eine Dickenvariation in das Bauteil einzubringen. Wie gesagt, anwendbar für eine Vielzahl von Metallen, im Moment verfolgt von uns gemeinsam, das heißt von unserem Zulieferer, der Hotform GmbH, Hotforming GmbH, für Aluminium. Und wir hoffen, dass das Ganze eine genauso große Erfolgsstory wird, wie es das Formblow Hardening ist. Die Technologie ist grundsätzlich großserientauglich und das ist auch der Grund, warum wir daran interessiert wären. Wäre es nur für eine Nische, würden wir uns nicht intensiv damit befassen. Kommen wir etwas vertieft zum Aluminium. Der F-150 hat eine Aluminiumkarosserie und es war eine Anwendung, die wirklich ein sehr viel Mut erfordert hat. Bis der F-Truck
eine Aluminiumkarosserie bekommen hat, war die höchste Stückzahl, die von Aluminiumkarosserien ungefähr 60.000 pro Jahr. Der F-Truck dagegen ist in verschiedenen Derivaten verfügbar und die aktuelle Stückzahl liegt bei, ich schätze, ungefähr 800.000. Das heißt, es war von Anfang an ein Sprung in wirklich größte Serie. Zu dem Zeitpunkt war es die Derivate mit Aluminium bereits über eine halbe Million. Der F-Truck ist seit 43 Jahren auf dem amerikanischen Markt der am meisten verkaufte Truck und seit 38 Jahren sogar das am meisten verkaufte Fahrzeug. Das kann man sich hier in Europa kaum vorstellen, aber es werden mehr Trucks gekauft, F-Trucks gekauft, als jede andere Limousine. Welche Legierungen, welche Werkstoffe werden in Aluminiumkarosserien verwendet? Die Hauptklassen sind die 5000er und die 6000er Legierung. Das heißt, die 5000er, die nicht aushärtbar sind, aber verstärkt auch die 6000er Legierung, die aushärtbaren Legierungen und in Einzelfällen auch 7000er Legierung. Und man sieht da auch, dass man eine Abstufung der Festigkeit hat. Streckgrenze für die 5000er Legierung ungefähr 100 bis 155 Megapascal, 6000er, je nach Processing und Legierung 220 bis größer 300 Megapascal und man erreicht über 400 Megapascal mit den 7000er Legierungen. Im F-Truck, da gehe ich gleich drauf ein, haben wir nur die 5000 und 6000er Legierungen. Interessanterweise wird im Focus, der eine Stahlkarosserie hat, dann aber eine 7000er Legierung verwendet für den Stoßfängerträger. So wie die Stähle sich weiterentwickelt haben, haben sich auch die Aluminiumlegierungen und gerade auch deren Verwendung weiterentwickelt. Sie sehen auf der linken Seite das AIV, das ist das Aluminum Intensive Vehicle, was so das erste Forschungsfahrzeug im Hause Ford war aus Aluminium, wo man sieht, die Karosserie zu dem Zeitpunkt war dominiert von Aluminium, der 5000er Serie, nur Außenpanel, weil man da eine bessere Optik hatte, waren aus 6000er Legierung. Wenn man den modernen F-Truck anguckt, ist es so, dominierend sind nun die 6000er Legierung und da dann auch nochmal mit einer Unterscheidung, dass man einerseits 6000er Legierungen hat, die aushärten nur über den Lackprozess und andere hier mit PFHT gekennzeichnet, die, was steht für Post-Forming Heat Treatment, das heißt, die separat in einem Ofen nach dem Umformprozess ausgelagert werden. Ford setzt extrem auf die 6000er Legierung. Der Mix anderer Aluminiumfahrzeuge entspricht auch nicht dem AIV, aber in vielen Fällen sind 6000er Legierungen bei anderen Karosserien, die es im Moment auf dem Markt gibt, nicht so dominant. Hier nochmal ein Slide, um zu zeigen, was kann ich über das Processing machen. Habe ich eine 6000er Legierung mit einer Festigkeit von 180 Megapascal Streckgrenze, dann ist es so, dass durch diesen Post-Forming Heat Treatment Prozess kann ich die Streckgrenze auf rund 300 Megapascal erhöhen. Rechts für das Extrusionsprofil kommt man zu einer Festigkeitssteigerung von ungefähr 150 auf über 300 Megapascal. Und das ist natürlich dann auch wieder etwas, was man dazu nutzen kann, Leichtbau zu betreiben. Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass wenn man Stahl mit Aluminium vergleicht, dass das Gewichtspotenzial, das Potenzial mit Aluminium Gewicht zu sparen, liegt eher in der Größenordnung vielleicht 25% und nicht mehr bei 40%. Auf den ersten Blick sieht das jetzt aus, als ob das ein Widerspruch wäre, dass ich hier jetzt ausweise 45% Gewichtsreduktion in der Karosserie. Und die ist wirklich sehr, sehr leicht geworden, wenn man hier diese Crew Cap längs nimmt, das schwerste Derivat inklusive Closures, das heißt Türen und Klappen, liegt man bei, ich glaube, es sind rund 290 Kilogramm. Zieht man das ab, ist man nur noch bei 213 Kilogramm. Der Grund dafür ist, dass das Konstruktionsprinzip ein anderes ist als bei den Fahrzeugen,
die früher betrachtet wurden. Das waren selbsttragende Karosserien. Die Trucks haben eine Rahmenkonstruktion. Das heißt, man hat einen Stahlrahmen, der zum Chassis gehört, und darauf eine Selbst- und darauf dann eine Karosserie, die auch natürlich im hohen Umfang eine Stabilitätsfunktion hat, aber in einem höheren Maße natürlich durch den Stahlrahmen unterstützt wird. Das heißt, es ist so, dass durch dieses Konstruktionsprinzip Body on Frame ermöglicht wird, dass man da das Aluminium da einsetzt, wo es am effizientesten ist, und dort, wo es nicht die gleiche Effizienz hätte, wir auf Stahl zurückgreifen können. Aluminium. Der Einsatz von Aluminium hat natürlich immer auch eine große Herausforderung, und die heißt Kosten. Die Kosten wären für den F-Truck nicht zu tragen gewesen, wenn man nicht ein neues Recycling-Konzept eingeführt hätte. Recycling heißt in dem Fall bei uns Tolling. Tolling bedeutet, dass man wirklich die Güte, die man zurückführt für das Recycling, einschmelzt und die gleiche Legierung wiederherstellt. Das heißt, man hat in dem Fall eine Schrotttrennung. Wir trennen die Schrotte im Werk. Diese werden dann wieder zum Zulieferer gebracht, und aus diesen Produktionsschrotten schmilzt er dann wieder, stellt er wieder die gleiche Legierung her. Der Hintergrund ist, vermische ich die verschiedenen Legierungen, ist der Schrottwert gering. Habe ich die sortenreine Trennung, habe ich einen sehr hohen Wert. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass ich nicht beliebig viele Schrotte im Werk trennen kann. Wir können nur 4 verschiedene Streams im Werk etablieren, ansonsten wäre der Aufwand zu groß. Schrotte bedeutet, wir haben bei dem Umformprozess, beim Tiefziehen typischerweise ein Drittel, der als Schrott anfällt, 2 Drittel der angelieferten Platine sind wirklich nachher im Bauteil. Wir haben aus diesem Grund 4 unterschiedliche chemische Zusammensetzungen definiert, das auch mit verschiedenen Zulieferern vereinbart. Wir hätten nicht damit leben können, dass jeder Zulieferer so seine eigene Rezeptur für eine sehr, sehr ähnliche Legierung hat, sondern haben uns da auf 4 unterschiedliche Zusammensetzungen geeinigt. Und im nächsten Schritt, weil Legierungen mit 4 unterschiedlichen Eigenschaften nicht geeignet wären, eine optimierte Karosserie zu bauen, ist es so, dass über das Processing es dann gelingt, 10 unterschiedliche Aluminiumgüten herzustellen mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften, sodass wir dann trotz dieser Limitierung auf 4 chemische Zusammensetzungen doch auf ein relativ breites Spektrum von Aluminiumblechen unterschiedlicher Eigenschaft zurückgreifen können. Nun möchte ich das Kapitel Aluminium zunächst verlassen und dazu kommen, wie werden bei uns Werkstoffe eingeführt? Das ist jetzt nicht Ford-spezifisch. Was muss ich beachten? Es ist einerseits natürlich so, dass die Werkstoffeigenschaften, mechanische Eigenschaften, Korrosionseigenschaften extrem wichtig sind und im ersten Schritt untersucht werden müssen. Es muss auch eine Risikobewertung da sein. Gibt es die Gefahr, Delayed Fracture und Ähnliches? Wie gesagt, ist das ein erster Schritt, aber die Betrachtung muss erheblich weitergehen. Wenn ich die Eigenschaften des Werkstoffs einigermaßen verstanden habe, welche mechanischen Eigenschaften er auch hat, und habe die richtigen Simulationstools, dann bin ich auch in der Lage, überhaupt erstmal das Potenzial zu bestimmen. Bringt dieser Werkstoff überhaupt einen Vorteil und welchen Vorteil bringt der? Und da sind wir vor mittlerweile ja schon über gut 20 Jahren auf neue Herausforderungen gestoßen, und zwar als die Dualphasenstähle aufkamen. Mikrolegierte Stähle verfestigen moderat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Crash-Berechnung durchführe, war es so, der Stahl hat moderat verfestigt, er hat ausgedünnt. Das hat sich ungefähr kompensiert. Das heißt, ich habe keinen großen Fehler gemacht, wenn ich die Berechnung gemacht habe mit den Bauteilen, mit den Eigenschaften des Stahls, so wie er angeliefert wurde.
Das hat sich gerade mit Einführung der Dualphasenschiele drastisch gewandelt. Ein DP600 hat nach 7% Verformung schon ungefähr die doppelte Streckgrenze. Was dazu führt, dass sich auch in einem realen Bauteil über das Bauteilverteil zum Teil Eigenschaften habe wie bei dem angelieferten Material, das heißt eine Streckgrenze von rund 350 Megapascal, lokal aber über 750 Megapascal habe. Das heißt, es wurde zwingend erforderlich, dass man diese Informationen, wie hat sich der Werkstoff während der Umformung verändert, rüberrettet von der Umformsimulation in dem Fall zur Crash-Simulation. Das ist nur ein erster Schritt gewesen. Es mussten dann auch Effekte betrachtet werden wie Versagen. Das heißt, dass ein Werkstoff reißt. Die Ausdünnung ist natürlich auch relevant, zum Beispiel für das Geräuschverhalten, sodass es mehr und mehr die Entwicklung gab, was dann auch rasch vorangeschritten ist. Jetzt in dem Fall der Blechumformung. Ich mappe die Eigenschaften, die Veränderungen von der Blechumformung auf die Produktbewertungstools. Das heißt, die Tools, mit denen man Dauerfestigkeit, Crash oder Geräuschverhalten und Schwingungsverhalten berechnet. Das gilt für Blechumformung. Das gilt aber auch, dass ich mehr und mehr den ganzen Prozess, auch zum Beispiel mit einer Wärmehistorie, mappe. Genauso für Gussbauteile oder auch für Extrusionsbauteile. Das heißt, wir haben eine Optimierung von Design und Prozess. Wir haben einen Werkstoff, der durchläuft einen Fertigungsprozess. Ich komme zu lokalen Eigenschaften. Darauf basierend kommt es zu einer Produktbewertung. Ich ändere Design, Werkstoff und Prozess und drehe so viele Optimierungsloop virtuell, bis ich ein optimiertes Produkt habe. Anhand des nächsten Beispiels möchte ich zeigen, wie wichtig es ist, dass man nicht daran Halt macht, zu sagen, ach, ich habe eine höhere Festigkeit, trotzdem gute Duktilität, also kann ich mit dem Werkstoff Leichtbau machen. Häufig wurden Werkstoffe auch angepriesen, sie hätten ein extrem hohes Energieaufnahmevermögen auf der Basis. Wie groß ist die Fläche unter der Kurve, wenn ich plotte Kraft gegen Weg von einem Zugversuch? Das heißt, wenn ich hier jetzt als Maß für die Energieaufnahme diese Fläche nehme, sieht es so aus, dass ein TWIP 1000, der sehr gut umformbar ist, ungefähr 3,4 mal so viel Energie aufnehmen kann wie ein warm umgeformter Presshardenstiel oder Bohrstahl. Die Frage ist dann, kann die Flechtdicke bei Verwendung des TWIP-Stahls reduziert werden, ohne das Crashverhalten zu verschlechtern? Wenn man dann eine Berechnung macht, in diesem Fall diesen Werkstoff, warm umgeformter Stahl für den Schweller ersetzt durch den TWIP-Stahl, sieht man, nein, das Crashverhalten wird drastisch schlechter. Ich muss die Blechdicke um 31% erhöhen. Der Hintergrund ist, das gute Umformvermögen des TWIP-Stahls kann ich bei dieser Anwendung überhaupt nicht ausnutzen. Ich muss Intrusion verhindern. Es ist so, dass diese große Umformung des Werkstoffs im realen Fall nicht auftritt. Was nicht gegen den Stahl spricht, aber gegen diese Anwendung und dass man sehr kritisch sein muss und wirklich erstmal die Berechnung der Karosserie oder von Bauteilen in den Griff bekommen muss, bevor man das Potenzial eines Werkstoffs real bewerten kann. Kommen wir zur Fertigung. Fertigung birgt auch erhebliche Herausforderungen für hochfeste Stähle. Das erste, worüber wir dann gestolpert sind, ist natürlich die Rückfederung. Das heißt, die Werkzeuggeometrie entspricht leider nachher nach dem Umformprozess nicht der Werkstoff, der Geometrie des Bauteils. Man hat erhebliche Abweichungen. Arbeiten waren da zunächst dran, wie kann ich auch per Simulation vielleicht ein Überbiegen machen, sodass ich eine Kompensation im Werkzeug vornehme. Eine andere Strategie, die ich anwenden kann, ist, dass ich Rückhaltekräfte während der Umformung variiere, dadurch ein stärkeres Ausstrecken erhalte. Aber auch mussten wir verstehen, lernen und dann auch per Simulation beherrschen, wie kann ich durch Versteifungselemente die Rückfederung beeinflussen.
Wie stark die Geometrie einen Einfluss auf das Rückfederungsverhalten hat, sieht man an diesem Slide. Wenn ich mir hier nun angucke, ein Segment, in dem ich keine Versteifungselemente habe, habe ich eine extreme Rückfederung. Die Rückfederung ist in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in diesem Bereich, wo ich einen Radius habe, erheblich reduziert. Das Gleiche gilt auch hier, wo ich eine Verjüngung habe. Das heißt, wir haben erstmal lernen müssen, wie kann ich durch geometrische Features die Rückfederung reduzieren. Und alle drei Maßnahmen, Geometrie, Überbiegung, das heißt Compensation schon im Tool, aber auch Steuerung des Prozesses, haben dazu beigetragen, dass wir doch recht schnell auch diese Schäle gut in den Griff bekommen haben. Hochfestschäle hatten lange den Ruf, sie sind eine Herausforderung in der Fertigung. Und deswegen die Frage ist, ist es angebracht zu sagen, Hochfestschäle erschweren die Fertigung? Erstmal sieht es so aus, aber sie können auch sehr, sehr nützlich sein, unabhängig davon, dass man mit ihnen Bauteile leichter machen kann. Dualphasenschäle haben wir hier mal verglichen mit einem weichen Tiefziehstahl bei einem Versuch, wo wir einen axialen Crash imitieren. Und was man sieht, würde ich einen Dualphasenstahl durch einen weichen Tiefziehstahl ersetzen, würde das zu einer Erhöhung der Blechdicke um 50% führen. Ein anderes Beispiel ist ein Biegeprofil. Ersetze ich einen weichen Tiefziehstahl durch einen warm umgeformten Stahl, bedeutet das letztendlich, für die gleiche Performance muss die Blechdicke um 94% erhöht werden. Was dann real bei einer Karosserie bedeutet, wir haben, ich glaube, das ist jetzt auch der Fokus wieder, da eine Stelle, wo wir eine Dreiblechschweißung haben aus warm umgeformten Stellen, wenn ich das, oder aus ultrahochfesten Stellen, wenn ich diese ersetzen würde durch Mildsteels, hätte ich statt einem Stack von 4,25 mm eine Blechdicke dort von 8,2 mm und unter Berücksichtigung heutiger Spezifikation könnten wir dieses Bauteil aus Mildsteel nicht herstellen. Das heißt, ja, Hochfeststelle bedeuten eine neue Herausforderung. Es gibt aber durchaus Punkte, wo sie uns auch das Leben erleichtern. Der letzte Punkt bei einem ganzheitlichen Ansatz zur Einführung neuer Werkstoffe ist das Design. Früher war es so, wenn wir wieder beim Blech bleiben, wenn ich einen Mildsteel hatte, konnte ich ein Design wählen, was produktgerecht war und erst in erster Näherung annehmen, das wird dann auch schon herstellbar sein. Das ist bei modernen Stellen nicht mehr der Fall. Da habe ich doch größere Restriktionen. Und da ist es dann wichtig beim Design, dass man da auch sowohl ein prozessgerechtes Design hat, als auch ein produktgerechtes Design. Das heißt, man muss Hand in Hand gehen, damit ich nachher ein Design habe, was optimiert ist, nicht nur für den Prozess oder für das Produkt, sondern für beides. Alles in allem, erst ein ganzheitlicher Ansatz ermöglicht die effiziente Implementierung neuer Werkstoffe. Ein paar Worte jetzt zu Kunststoffen, wo ich gesagt habe, Holz wurde durch Kunststoff ersetzt. Kunststoffe gab es schon recht früh. Das heißt, schon in den 30er Jahren gab es Kunststoff aus Fiberglas-Kits für das Model T. Diese hatten aber das gleiche Problem, was faserverstärkte, gerade Kohlefaserverstärkte Kunststoffe heute auch noch haben. Diese Kits waren einfach wahnsinnig teuer. Das heißt, dieser Karosserie-Kit kostete ungefähr so viel wie das Model T selbst. Ich möchte deswegen jetzt zunächst einmal kurz eingehen auf die Nutzung von kohlefaserverstärkten Kunststoffen, wo es vor 10 Jahren einen ziemlichen Hype gab. Was wir sehen ist nach wie vor, man hat eine intensive Nutzung in Nischenprodukten und bei Produkten mit geringer Stückzahl. Oder auch, sie werden für einzelne Bauteile in Fahrzeugderivaten geringer und mittlerer Stückzahl verwendet. Wie sieht nun die Prognose aus? Und wir haben 2015 uns grundsätzlich Gedanken gemacht, welche Bedeutung haben kohlefaserverstärkte Kunststoffe in absehbarer Zeit für Großserienlimousinen? Im Jahr 2015 gab es ungefähr 15.500 Tonnen kohlefaserverstärkte Bauteile im Automobilbau.
und es gab weltweit 88.000 Fahrzeuge. Das heißt, pro Fahrzeug wurden weniger als 0,3 Kilogramm kohlefaserverstärkte Bauteile verteilt. Wir haben dann ein sehr optimistisches Szenario aufgestellt. Was wäre, wenn man ein exponentielles Wachstum von 20% pro Jahr hatte und eine weltweite Produktion von 110 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2025? In diesem Fall wäre es immer noch so, dass die Verwendung von kohlefaserverstärkten Bauteilen unter 2 Kilogramm pro Fahrzeug liegt, was klar zeigt, der Einsatz für große Bauteile wird begrenzt sein. Es ist so, für den Leichtbau wird es keinen signifikanten Beitrag geben im Flottenmix durch kohlefaserverstärkte Kunststoffe, was kein Abgesang ist, aber sie sind super für die Nische oder man muss Anwendungen finden, wo man einen sehr großen Effekt mit einem sehr geringen Werkstoffeinsatz erreicht. Kunststoffe an sich sind natürlich attraktiv im Automobilbau und werden auch vielfach verwendet, nicht nur im Interior. Wir haben schon bei dem Focus 1 beim sogenannten GOR, Grill Opening Reinforcement, ein glasfaserverstärktes Nylon-Teil gehabt. Dieses war ursprünglich nicht geplant. Es war ein Stahl-Assembly, was aus ganz vielen Blechen zusammengesetzt wurde und wir hatten Toleranzprobleme. Die Lösung war, ein Blechgerüst zu haben aus drei Teilen und dieses zu umspritzen. Und letztendlich haben wir festgestellt, nicht nur das Toleranzproblem hat sich in Luft aufgelöst, wir haben sogar Gewicht und Kosten gespart. Deswegen wurde dieses Konzept dann auch ausgerollt in weitere Produkte mit verschiedenen Designs und haben diese Kunststoff-GORs aktuell im Cougar, im S-Max, im Focus und auch noch in weiteren Produkten. Großes Potenzial sehen wir auch gerade im Nutzfahrzeugbereich, im Federbereich von glasfaserverstärkten Kunststoffen. Die haben bei uns Einzug erhalten, zum Beispiel beim Transit Camper. Besonders interessant wird es natürlich, wenn man keine Einblattfeder hat, sondern eine Mehrblattfeder. Zum Abschluss des Vortrags möchte ich nochmal komplett das Thema wechseln und mich nochmal dem Verbrennungsmotor widmen, auf den es ja schon einen ziemlichen Abgesang gibt. Aber ich finde, er ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wichtig eine Systembetrachtung ist, um zu entscheiden, was ist eigentlich der richtige Werkstoff. In diesem Fall habe ich die Frage gestellt, was ist der Leichtbauwerkstoff für Motorblöcke? Die Antwort scheint sehr leicht zu sein. Der Graugussblock, wenn der 100% wiegt, bei dem Beispielblock, den wir uns jetzt mal angeguckt haben, wiegt der Aluminiumblock nur 62%. Ist also Aluminium der bessere Leichtbauwerkstoff? Erstaunlicherweise ist es aber so, wenn man dann das Gesamtmotorengewicht betrachtet, ist der Aluminiummotor ziemlich genauso schwer wie der Graugussmotor. Es gibt Beispiele und je nach Auslegung des Motors, wo der Graugussmotor Vorteile hat vom Gewicht her. Es gibt andere Beispiele, der Aluminiummotor. Aber mit einem groben Daumen kann man sagen, für die allermeisten Motoren macht es in Bezug auf Leichtbau, auf Gewicht keinen großen Unterschied. Wie kommt es dazu? Wenn ich Grauguss verwende statt Aluminium, bedeutet das, dass der Motor kompakter wird. Die Größe schrumpft, die Grauguss hat eine höhere Festigkeit, die Nockenwelle wird kürzer, die Kurbelwelle wird kürzer, der Zylinderkopf wird kürzer. Es gibt viele Dinge, die zu einer Gewichtskompensation beitragen. Das heißt, der Block ist zwar schwerer, hat aber eine geringere Größe und hat geringere Kosten. Und durch diese Kompaktheit, wie gerade erläutert, erreiche ich, dass ich die Gewichtsparität habe, behalte natürlich meinen Größen- und Kostenvorteil. Der nächste Schritt ist jetzt, wenn ich die Einsparungen, die ich durch die Verwendung von Grauguss habe, investiere in Leichtbauteile, zum Beispiel in eine Aluminium-Motorhaube, in einen Aluminium-Radträger oder Ähnliches, ist es so, dass mein Gewicht runtergeht. Ich habe das Geld investiert, meine Kosten sind konstant. Das heißt, ich habe die Option, entweder das Gewicht konstant zu halten und Kosten zu sparen oder Gewicht zu sparen und die Kosten konstant zu halten. Wenn jetzt dieser Motor aber auch noch der größte der Baureihe ist, was bedeutet das fürs Gesamtfahrzeug? Wenn der Motor der größte der Baureihe ist, heißt das,
Ich habe Package-Vorteile. Das heißt, ich kann den Vorderwagen kompakter gestalten, ich kann ihn kürzer gestalten und damit wird natürlich mein Vorderwagen leichter und er kostet auch weniger, sodass ich dann am langen Ende durch den Einsatz von Grauguss, was zuerst zu dem schweren Block führt, letztendlich zu einem günstigeren und leichteren Fahrzeug kommen kann. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ja, vielen, vielen lieben Dank für den spannenden Vortrag. Und ich muss sagen, es sind auch schon einige Fragen in der Zwischenzeit in den Chat gekommen. Die würde ich jetzt einfach alle mal vorlesen. Moment, erstmal wieder nach oben. Die erste Frage ist tatsächlich, ich glaube, viele der anderen Fragen sind zum Teil schon von Ihnen angeschnitten worden. Die erste Frage ist, hat 3D-Printing Zukunft im Automobilbau? Ja. Wie schätzen Sie das? Es ist jetzt ein Fertigungsverfahren und Sie sehen, ich habe ja schon ziemlich viel Zeit verwendet und deswegen konnte ich das Kapitel noch nicht auch anschneiden. Es hat nicht nur eine Zukunft, es hat bereits eine Gegenwart, wobei nicht im Wesentlichen für Bauteile. Da gibt es einzelne Nischenanwendungen und da muss man einfach gucken, wie sich auch die Verfahren weiterentwickeln in Bezug auf Zykluszeiten, aber auch in Bezug auf Werkstoffkosten, die je nach Werkstoff auch hoch sind. Mhm. Aber ich gehe soweit, 3D-Drucken ist im Moment aus der Automobilindustrie schon nicht mehr wegzudenken. Sowohl für Werkzeuge, gerade im Werkzeugbereich, im Prototypenbau, in Zukunft gegebenenfalls auch verstärkt im Ersatzteilgeschäft, sodass ich kein Lager vorhalten kann. Aber der Schwerpunkt im Moment ist wirklich in der Produktion und für Werkzeuge. Und da gibt es durchaus spektakuläre Beispiele, wo man durch die Umstellung auf 3D-Druck in der Größenordnung 90% Gewicht bei Hilfswerkzeugen sparen konnte. Ein großer Vorteil ist auch, es gibt da zum Teil auch im Assembly, das heißt im Montageprozess Hilfswerkzeuge, die zum Teil nicht so lange halten, wie das Auto produziert wird, die man immer nachbestellen muss, nachbauen muss. Man muss kein Lager halten. Man kann sich eigentlich in jedes Werk einen Drucker stellen. Man hat einmal zentral dieses Werkzeug entwickelt, schickt das File in alle Plants, in denen das Fahrzeug hergestellt wird und nach Bedarf werden dann diese Werkzeuge nachgedruckt. Also von daher, das ist so ein Beispiel. Es gibt auch Produktbeispiele, die wir haben. Wir haben, ich weiß nicht, wer Ken Block kennt, den Driftkünstler für Ford. Er hatte in einem Truck ein Intake Manifold. Das ist so das größte 3D-gedruckte Bauteil zu dem Zeitpunkt gewesen aus Metall. Aber da war die Stückzahl 1. Okay. Aber es ist total spannend, die Entwicklung bei 3D-Druck. Bei uns ist natürlich der Fokus von der Tendenz her auf der Großserie. Und ich kann im Moment noch nicht announcen, dass wir in die Großserie gehen für Bauteile im 3D-Druck. Mhm. Okay, gut. Im Grunde genommen gleiche Frage für den Einsatz von Metallschwämmen. Entschuldigung, nicht Metallschwämmen, Metallschäumen. Sind die schon im Einsatz? Und wenn nein, warum nicht? Ja, muss ich zugeben, dass ich mich damit wenig beschäftigt habe und deswegen auch nicht so das fundierte Wissen habe. Sagen wir es mal so, wenn sie en vogue wären, wüsste ich darüber mehr Bescheid. Es gab zum Beispiel Ansätze, ich weiß nicht, ob bei Wärmetauschern oder ähnliches Schwämme zum Einsatz kommen. Es gab Ansätze, Profile damit zu verstärken und da ist aber nie so richtig etwas draus geworden. Es gab meines Wissens da Probleme, was die Geometrie anging, aber auch Prozessstabilität
und natürlich auch Kosten, sodass man dann ein Sandwich hergestellt hat mit einem, ja, zum Beispiel einen Aluminiumschaum mit zwei Decklagen aus Aluminium. Es gab da dann auch mal eine kleine Anwendung, nicht bei uns, für ein Abdeckblech, Karosserieboden, glaube ich, aber das ist auch das Einzige geblieben, was ich jetzt kenne. Ach nee, es ist auch zur Verstärkung bei einem Supersportwagen für ein Cabrio eingesetzt worden. Aber es war wirklich dann die absolute Nische. Okay, ich verstehe. Dann ist die nächste Frage, ist neben der Zugfestigkeit auch die Bruchenergie wichtig bei der Wahl des Materials? Ich glaube, so ansatzweise haben Sie das Thema auf jeden Fall schon angesprochen. Ja, Versagen ist definitiv wichtig, das Versagensverhalten und auch, ja, dass man ein robustes Design hat, weil wenn das Versagen nicht robust ist, kann auch so plötzlich der ganze Crash-Mode je nach Design kippen. Das ist sehr wichtig und für uns ist, dass wir auch mit relativ spröden Werkstoffen, also ein Warmumformstahl, wenn ich einen Zugversuch mache, der dehnt sich ja nicht wirklich viel, bevor er reißt, dass wir damit effizient konstruieren können, liegt auch wirklich daran, dass wir sehr viel in CAE-Tools investiert haben, sodass wir das Verhalten inklusive das Versagen sehr gut vorhersagen können und auch mit solchen Werkstoffen dann ans Limit gehen können. Oh, okay. Also von daher, das ist sehr wichtig. Ja. Dann habe ich eine Frage noch. Sind hochfeste Stähle auch korrosionsbeständiger als Weichformstähle? Haben wir, ist kein Argument für Hochfeststelle. Es gibt Stähle, die sind ein bisschen korrosionsbeständiger, andere sind etwas weniger korrosionsbeständig, aber wir brauchen eigentlich da, wo wir einen Korrosionsangriff haben, die gleiche Art von Verzinkung, egal ob wir einen Hochfeststahl haben oder keinen Hochfeststahl haben, beziehungsweise bei den Warmumformstählen ist halt eine Verzinkung je nach Prozess nicht möglich. Man hat diese Aluminium-Silizium-Coatings. Dann, es gab Stähle, die in der Entwicklung waren, wo es wohl eher war, dass die korrosionsempfindlicher waren, die sich aber bis jetzt, wobei es nicht an der Korrosion lag, nicht durchgesetzt haben. Gut. Mit Korrosion verbunden gibt es dann eher, ja, dass man ja eher die Problematik mit verzögertem Versagen, also Delayed Fracture durch Wasserstoffeintrag, das wird dann eher ein kritisches Thema, was auch ja mit in den Bereich Korrosion fallen kann. Von daher leider nicht, dass wir sagen können, wir kriegen dadurch eine Verbesserung. Okay, dann habe ich die Frage, Recycling von Produktionsabfällen ist gut, nachvollziehbar und handhabbar, aber gibt es bei Ihnen auch Ansätze für End-of-Life-Bauteile, also gebrauchte Autos auch komplett wieder zu recyceln? Ja, die gibt es auch, aber da kann ich Ihnen jetzt leider nicht in Tiefe was zu sagen. Ist nicht ausreichend meine Expertise. Gut. Von daher, und auch wenn man sieht, die Karosserien, ich hatte das jetzt anhand von dem F-Trag gezeigt, typischerweise bleiben die sehr, sehr lange auf der Straße, sodass wirklich im Moment von überragender Bedeutung ist, die doch relativ großen Mengen an Produktionsschrotten effizient zu verarbeiten. Ich weiß im Moment noch nicht, wie sehen die Recycling, End-of-Life-Recycling-Konzepte für diese Karosserien aus, wenn der Kunde sie irgendwann wirklich verschrottet, weil das doch relativ weit im Mittel in der Zukunft liegt. Wahrscheinlich wird das ja dann eher auf den geringeren Materialwert durch Mischmaterialien zurücklaufen, dass man einfach das ganze Auto an sich recycelt und versucht, das Beste draus zu machen. Okay, die nächste Frage geht in eine sehr ähnliche Richtung, und zwar halt, inwiefern ist die Wiederverwendung von Materialien wichtig für den Automobilbau? Ich denke mal, das ist generell wichtig. Allerdings ist das auch bezogen jetzt hier auf die Zukunft von Hybrid- und Kompositmaterialien. Da ist mir zum Beispiel auch, sind die Kunststoff-GOR sind mir aufgefallen, die sind doch wahrscheinlich auch nicht ganz so gut zu recyceln. Dadurch, wenn ich Metall erstmal mit Kunststoffen umspritze, wird es natürlich schon kompliziert mit den Hybridmaterialien. Oder sehe ich das falsch? Und die Trennung von dem Kunststoff und Metall funktioniert noch recht gut, aber sicherlich sind die Metalle erheblich freundlicher zu recyceln.
Das macht es, wenn man jetzt an Kunststoffkarosserien denkt, an faserverstärkte Kunststoffe gerade. Ich habe das ja schon relativ kritisch dargestellt in Bezug auf die Kohlefaser in der Großserie. Wenn ich eine absolute Nische habe, ist auch das nicht so ein großes Problem. Da richtet man nicht viel Schaden mit an. In der Großserie hat das dann natürlich eine ganz andere Bedeutung und das ist dann nichts, was es fördert, faserverstärkte Kunststoffe großflächig einzusetzen. Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Werden Hochentropielegierungen erforscht für den Automobilbau? Kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ich kenne das Schlagwort, aber muss ich leider einer Antwort schuldig bleiben? Kann ich Ihnen jetzt beantworten. Gut. Das waren erstmal so alle Fragen. Mir ist noch eine eingefallen. Sie haben Grauguss gegen Aluminium verglichen bei dem Motorblock. Wie ist es mit Keramik? Wäre das nicht leichter? Oder geht das gar nicht so rein? Ich komme halt aus dem Marketingbereich und ich hatte gedacht, vielleicht ist Keramik besser geeignet. Sagen wir mal so, es gab mal Motorkomponenten aus Keramik. Ich glaube, es wurde auch mal an einem Keramikmotor geforscht. Man hatte mal das Ziel, in dem Fall ging es zum Teil darum, ja, auch Stähle zu ersetzen. Das war im Ventilbereich. Und da wurden auch Motoren aufgebaut und die sind auch gelaufen. Und auch ein deutscher OEM und dann später die Ausgliederung der Ventilhersteller hat da massivst investiert. Damals ging die Entwicklung bei Motoren noch Richtung Hochdrehzahlmotoren. Das heißt, da wurden plötzlich exotische Legierungen populär wie Titanaluminide. Mit denen ist dann nachher Mika Häkkinen Formel-1-Weltmeister geworden. Aber in der Serie haben sie sich nicht durchgesetzt, weil die Ventile, man hätte sie günstiger später machen können, aber die Formel-1-Ventile lagen, glaube ich, bei damals noch über 500 D-Mark pro Stück. Und da hat ein OEM sich intensiv mit befasst, Keramikventile. Die bekamen die aus Japan angeboten und zu einem sehr geringen Preis und haben dann das über eine Verbesserung im Produktionsverfahren halbwegs guten Kosten auch hinbekommen, haben dann aber bei der ersten Serie an Versuchsmotoren, die dann an ausgewählte Kunden gegangen ist, mehrere Rückläufe mit Ventilschäden gehabt. Oh, okay. Und zwar, wenn das Ventil dann doch mal ein bisschen zu hart aufgesetzt hat und vielleicht doch eine Pore in der Nähe war, sind die einfach kaputt gegangen. Und ein Ventil darf nicht kaputt gehen. Da kann, ich weiß nicht, was da die Raten sind, aber ich schätze mal, dass, wenn nicht gerade der Zahnriemen oder die Steuerkette reißt, sodass das dann natürlich kaputt geht, was auch nicht passieren sollte, schätze ich mal, ist das eher im Bereich eins von über 100.000 Ventilen, was vielleicht mal kaputt geht. Und das ist vermutlich noch hochgegriffen. Und von daher, es gab einfach das Kostenproblem. Es gab reduzierten Bedarf, als es nicht mehr Richtung Hochdrehzahlmotoren ging. Und es war aber dann auch so, Qualitätsproblem. Und was den ganzen Keramikmotor angeht, ja, er wurde mal aufgebaut. Woran er gestorben ist, weiß ich nicht. Okay, gut. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube im Moment nicht. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Wesemann, für den spannenden Vortrag und für Ihre Zeit, die ganzen Fragen zu beantworten. Und bei Ihnen, liebe Teilnehmer, für die Fragen und Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Wir haben unser nächstes Webinar, haben wir erst nach den Herbstferien wieder. Dann geht es um ein Einstein-Teleskop und die technischen Herausforderungen dabei, also ein komplett anderes Thema. Und es würde mich natürlich freuen, Sie wiederzusehen. Ja, nochmal, Herr Wesemann, vielen lieben Dank und Ihnen allen einen schönen Abend.